Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Die Weltmeister von 1990 zurück an dem Ort, an dem sie den Grundstein für den großen Erfolg legten. Am Kalterer See in Südtirol. Hier haben sie sich auf das Turnier in Italien vorbereitet. 25 Jahre später die Weltmeisterparty. Das ist auch wie bei den Abi-Treffen in den Schulen, wenn man 10 oder 20 Jahre das Abitur in der Tasche hat und kommt dann wieder zusammen. Worüber spricht man dann? Über den Lehrer, über die Streiche und so ähnlich ist das hier auch. 15 der 22 Weltmeister waren beim dreitägigen DFB-Treffen dabei. Mit Weinverkostung, Golf und festlichem Essen. Und natürlich der Pokalübergabe. Wie damals in Rom, standesgemäß mit historischen Outfits. Wie vor 25 Jahren, ebenfalls um kurz vor 10, durfte auch diesmal Kapitän Lothar Matthäus den Pokal in Empfang nehmen. Das sind einfach Momente, die dein Leben geprägt haben, die einen Erfolg gebracht haben zu dir, zur Mannschaft, den du dir ja nie erträumt hast. Man gewinnt auch hin und wieder mal Meisterschaften und dann auch andere Siege, aber Weltmeister zu werden in einer ganz, ganz langen Phase der Vorbereitung, 5-6 Wochen am Stück immer zusammen harmonisch versuchen miteinander umzugehen, was ja uns damals gelungen ist 1990. Das war einfach sensationell und war einfach dann die Krönung, dann in Rom Weltmeister geworden zu sein. Das sind halt dann so die Erinnerungen, die dann wieder hochkommen. Die vergisst du ja, nach 25 Jahren vergisst du ja viel. Also bei mir ist es zumindest der Fall. Aber wenn du dann das wieder vor Augen siehst, also ich muss sagen, also einen schöneren Abend wie heute habe ich kaum erlebt.